Hey Leute, ihr wolltet ein Review zu JoJo Part 7. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kann es denn sein, dass Harut JoJo Part 7 in den Händen hält, wo es doch noch gar nicht in Deutschland veröffentlicht ist? Die Antwort ist einfach, ich habe dieses Buch nicht aus Deutschland, sondern aus Spanien. Das hier ist die spanische Ausgabe. Und ich sage euch eins, Leute, die Spanier sind uns in Sachen Manga-Veröffentlichung weit, weit, weit voraus. Als ich in den Laden reingegangen bin, habe ich dort alles gesehen, was mein Manga-Herz begehrt. Alle Parts von JoJo, von 1 bis Part 7, Part 8 ist auch in Spanien noch nicht veröffentlicht. Aber selbst das war schon ein Highlight für mich. Es gab dort die Dragon Ball Kanzeban Edition, es gab dort Vagabond, Akira, alles, Leute, alles. Und das Einzige, was ich bereue, ist, dass ich nicht noch Mangas von Part 4, 5 und 6 eingepackt habe. Aber mein Koffer war schon so voll, Leute. Ich habe so viel Kleidung dort geshoppt. In Spanien gibt es auch richtig großartige Kleiderstores. Deswegen bin ich bei Part 7 geblieben, weil ich der Meinung bin, dass hier die Zeichnung am besten ist. Und in Part 8 natürlich. Ich finde, in Part 8 ist die Zeichnung erst zur vollen Blüte gekommen, aber hier ist sie schon sehr, sehr nah an der Perfektion. Also, ich habe das Buch selbst nur einmal ganz kurz durchgeblättert. Untersucht und analysiert habe ich das nicht. Das mache ich jetzt mit euch, Leute. Das heißt, ihr bekommt eine frische Reaction. Lasst uns zunächst einmal über das Cover sprechen. Das hier ist keine Hardcover-Ausgabe, sondern Softcover. Anders als diese JoJo-Part, die ich auf Englisch habe. Was nicht weiter schlimm ist, ich muss ehrlich sagen, ich habe es insgesamt lieber, wenn Bücher ein bisschen flexibel sind. Und dann lassen sie sich auch immer hin und her tragen. Wenn ich zum Beispiel in der Bahn sitze, dann habe ich das lieber, wenn das Buch so leicht ist. Versteht ihr? So, ich bekomme hier sogar ein Porträt von Araki zu sehen. So sieht das aus, ohne Einband. Und das hier ist die Cover-Illustration. Und wir sehen auch hier wunderbar Arakis Markenzeichen, die andersfarbige Schattierung. Ich liebe es. Das hat er besonders zur Geltung gebracht bei großflächigeren Illustrationen, Leute. Ich gucke mal, ob ich hier eins finde in meinem Artbook. Mal, let's see what we got. Ah, da hatten wir eins. Wartet mal. Hier sehen wir das. Immer die andersfarbige Schattierung. Ich liebe es, Leute. So. Auch schöne Pose. Und hier nochmal in Full Size. Kann ich euch auch noch mal schnell in Farbe zeigen. Schade, dass wir das hier nicht farbig sehen, aber wir wollen ja nicht meckern, Leute. Es ist schon ein Privileg, so ein Ding überhaupt in den Händen zu halten. Wo haben wir das denn? Ah, hier. Seht ihr das? So sieht das in Farbe aus. Und wir müssen gestehen, in Schwarz-Weiß verliert das Ganze ein bisschen von seiner Magie. But that's okay. So. Und es geht direkt los mit actiongeladenen Panels, Leute. Was ich hier zum Beispiel gut finde, ist, dass das Panel der Form der Axt angepasst worden ist. Und ich finde, das untermauert nochmal die Bewegung. Hier direkt Action. Seine Schraffierungen sind schon irre, Leute. Er macht eine Mischung nicht nur aus einfacher Schraffur, wie wir es hier sehen. Das ist einfache Schraffur, also einfach parallele Linien. Er kreuzt das auch, also Kreuzschraffur, mit anders ausgerichteten Linien. Und er setzt noch einen drauf, indem er diese Linien auch noch ein bisschen gebogen macht, Leute. Das nennt man dann Formschraffur. Das heißt, diese Schraffur passt sich der Form an, in diesem Fall der Schulter, Leute. Und diese Rundungen passen perfekt hier rein. Dass die Linien so fein sind, das gelingt wirklich nur mit der Zeichenfeder, Leute. Mit dem Fineliner gelingt das auch halbwegs,
Aber mit der Feder sieht das einfach viel müheloser aus und viel eleganter. Ich habe JoJo Part 7 noch gar nicht gelesen, Leute. Aber viele, viele Leute, deren Meinung ich ziemlich schätze, haben mir gesagt, JoJo Part 7 ist nicht nur der beste JoJo Part von der Story her, sondern auch, wie sagt man, insgesamt eines der schönsten Werke der Fiktion überhaupt. Das habe ich mir sagen lassen, Leute. Ob das wahr ist, kann ich nicht beurteilen. Aber falls jemand von euch das schon mal gelesen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. In jedem Fall ist das, was ich gehört habe, sehr, sehr verführerisch. Ich liebe das auch, wie er mal Nasen zeichnet, Leute. Er bringt auch immer diese Schattierung an der Seite rein und betont die Form der Nase immer sehr, sehr stark, was ich interessant finde. Und wir kennen es nicht anders. Seine Linien sind sehr, sehr fein. Und auch hier benutzt er diese Mischung aus Kreuz- und Formschraffur für die Lippen. Und wir sehen, das finde ich auch so genial, Leute, wie die Schattierung oder die Schraffierung weiter, weiter abnimmt und hier fast schon verblasst. Toller Übergang. Sowas macht auch nur er. Zur Story nochmal, Leute. Ey, geiles Penner. Zur Story bzw. zur Qualität der Story möchte ich noch eine Sache sagen. Und zwar war Araki bis Part 6 gefangen in einem wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus. Das heißt, er musste jede Woche ein Kapitel rausbringen, Leute. Und wisst ihr, was das bedeutet, jede Woche ein Kapitel rausbringen zu müssen? Das bedeutet rackern und ackern wie ein Galeerensträfling, Leute. Ackern bis zum Umfallen. Es ist verdammt anstrengend. Aber als Araki Part 7 veröffentlicht hat, hatte er nicht mehr einen wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus, sondern einen monatlichen. Soviel ich weiß, ist er dann vom Shonen Jump ins Ultra Jump gewechselt, ein anderes Magazin, das eben monatlich erscheint. Auch da bin ich mir nicht 100% sicher, korrigiert mich gerne, wenn das falsch ist, aber ich bin der Meinung, er ist vom Shonen Jump zum Ultra Jump rübergegangen. Und das hat ihm halt die Möglichkeit gegeben, viel, viel mehr Zeit auf einzelne Panels zu verwenden, Leute. Versteht ihr? Und die Panels sind jetzt nicht unbedingt detailreicher, als sie es vorher waren. Ich verstehe immer noch nicht, wie er so viel Detailreichtum in so kurzer Zeit auch in einer einzigen Woche reinpacken konnte. Aber der entscheidende Vorteil ist nicht nur, dass er mehr Zeit zum Zeichnen hat, sondern mehr Zeit für die Story hat, Leute. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass seine Story so viel besser geworden ist, wenn ich den Worten meiner Freunde vertrauen kann. Und ich bin sicher, dass ich das kann. Hey, diese Lichtstrahlen, die durch seine Mütze, seinen Hut durchscheinen, die sehen schon fast aus wie Kriegsbemalung, findet ihr nicht? Richtig tödlicher Blick. Ich liebe es, wie bei JoJo die Augen gezeichnet sind. Und was ich so cool finde, ist, dass wir dauernd solche Highlight-Panels bekommen, Leute. Es ist nicht nur ein monotones Durchgeblätter. Wir bekommen große, schöne Panels zu sehen, die wirklich was darstellen, die Bewegung zeigen. So, aber natürlich habe ich auch immer irgendwas einzuwenden, aber diesmal ist das minimal. Ich finde im Vergleich zu seinen vorherigen Werken, ich habe Part 1 und Part 3 gelesen, Leute, in Manga-Form, finde ich, dass die Panels übersichtlicher sind, als sie es vorher waren. Bei Part 1 vor allem war das so zugeklatscht mit Details, Leute, bei Part 3 auch. Man musste schon oft mehrmals gucken, um zu checken, was da abgeht. Und auch hier sage ich euch ehrlich, Leute, erkenne ich nicht alles immer sofort auf den ersten Blick. Aber ich erkenne es viel besser als vorher.
interessant, dass er im Rollstuhl sitzt. Die zwei wirken wie ein cooles Team, Leute. Oder bilde ich mir das ein? Die wirken so, als ob sie sich ergänzen würden. Ich habe keine Ahnung, wie die Charaktere der beiden sind. Aber Gyro, so heißt er ja, wirkt wie ein sehr, sehr selbstbewusster Typ, ein cooler Typ. Und er hier wie ein etwas unsichererer Typ, der aber doch ein gewisses Heldentum in sich trägt. Ich habe das Gefühl, Gyro wird das in Johnny erwecken. Und die werden sich perfekt ergänzen. Das ist mein Eindruck, Leute. Auch hier schreibt mir gerne, ob ich mich korrigieren muss, ob ich meine Aussage revidieren muss. Aber ich glaube, ich habe das ziemlich treffend ausgedrückt. Auch hier, heftige Perspektive, Leute. Geil. Das sieht sick aus. Das sieht sick aus. Am Ende muss ich noch was zum Style sagen, zum Zeichenstil. Dazu greife ich noch zu meinem Artbook. Aber das kommt gleich erst. Oh, wen haben wir denn da? Hier steht ja Dio drauf. Dio kennen wir doch irgendwoher. Ich finde auch diese weiten Horizontpunkte immer interessant. Das ist übrigens ein Markenzeichen von Salvador Dali. Ich muss mal übrigens ein Video machen, wo ich über Salvador Dali spreche und warum ich ihn so sehr liebe. Jedenfalls diese weiten Horizontpunkte geben dem Raum richtig krasse Tiefe. Was ich auch cool finde, wenn man die Speedlines, die hier verteilt sind, an der Stelle der Schattierung doppelreihig zieht. Dadurch wirkt das Ganze noch lebhafter. Richtig geil gemacht. Und wir merken auch, der Typ beherrscht jede Perspektive, Leute. Keine Diskussion, der Typ hat's drauf. Wirklich aus jeder Perspektive, es ist ultra abwechslungsreich, was man hier zu sehen bekommt. Ich schwärme über die Perspektive und hier setzt er direkt noch einen drauf, Leute. Richtig krass. Also das hat er drauf. Ich mag auch diese kleinen Sketches, die wir hier manchmal sehen, mit leichter Hand skizziert. Was für eine Dynamik, Leute. Was für Perspektiven. Wow. Also ich habe den Inhalt nicht verfolgt, Leute, aber das zu lesen ist ein Fest. Ich will nicht wissen, wie viele Pferdekörper er studiert hat, wie viele Pferde er gezeichnet hat, wie viele Pferde er skizziert hat, um die so überzeugend darzustellen. Ich bin sicher, er hat die Studien von Da Vinci auch gelesen. Und hier bekommen wir sogar ein Nachwort vom Autor, wenn ich mich nicht täusche. So, lasst mich noch ein, zwei Sachen zum Stil sagen, Leute, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ich hatte erwähnt, dass das Ganze fast perfekt ist, aber ich finde in Part 8 sowohl die Illustration besser, also das ist noch Illustration aus Part 7, eine meiner Lieblings-Jojo-Illustrationen überhaupt, auch aus Part 7, aber ich finde seine volle Blüte erreicht er wirklich, wirklich in Part 8. Ich finde die Gesichter sind noch schöner dargestellt worden, als sie es hier sind, wobei ich sagen muss, bei Part 8, Leute, es ist ein häufiger Kritikpunkt bei Araki, aber man sagt oft, dass seine Gesichter sich sehr, sehr ähneln. Und es ist so, Leute, die Gesichter sehen sich extrem ähnlich. Und das ist das, was Steel Ball One, also Part 7, noch
noch nicht so stark präsentiert. Ich finde, hier sehen die Gesichter individueller aus als hier. Das ist übrigens interessant, Leute, weil Michelangelo hat man auch immer vorgeworfen, wenn man ein Gesicht von ihm gesehen hat, hat man alle seine Gesichter gesehen. Und wir wissen ja auch, Araki ist ein Bewunderer von Michelangelo. Und vielleicht macht er das auch bewusst, Leute. Obwohl die beiden hier Mann und Frau sind, sehen sie sich doch ziemlich ähnlich. Die Figuren wirken insgesamt sehr androgyn. Also man weiß manchmal nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist, wenn man die Frisur nicht sehen würde. Tatsache aber ist, ich finde, Part 7 hat den coolsten Artstyle von allen JoJo's. Part 8, sorry. Part 8 hat den coolsten Artstyle von allen JoJo-Illustrationen. Ah, Leute, als ich damals dieses Artbook gekauft habe, wollte ich zuerst diese Illustration sehen. Heilige Maria. So, genug davon, genug geschwärmt. Noch ein letztes Wort. Und zwar wollte ich nur noch sagen, dass man bei Part 7 noch stark die Prägung von Part 6 merkt. Und das ist ja auch nur logisch, denn Part 7 ist ja der Nachfolger und sozusagen die Übergangsperiode zu Part 8. Und man merkt schon, dass das sich sehr, sehr stark ähnelt. Besonders bei den Nasen und der Anatomie. Also die Gestaltung der Muskeln. Die Anatomie ist mal gleich, aber die Muskeln sind hier ein bisschen anders gestaltet. So, that's it, Leute. Das wollte ich noch sagen. Und im nächsten Review bekommt ihr was anderes zu sehen, und zwar dieses Artbook von Rohan Kishibe im Louvre, auch von Araki. Es ist nicht wirklich ein Artbook, es ist mehr eine Kurzgeschichte, die ich euch auch zeige, und ich werde auch die Story bewerten. Also, ich wünsche euch was, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.